geleitet. Der Parser ist für die syntaktische Analyse zuständig und überführt diese Token-Vorgehen in einen Ableitungsbaum. Er untersuchte dabei auf syntaktische Korrektheit. Hiermit werden wir uns ja später noch auseinandersetzen, denn die Darstellungsformen der Syntax einer Programmiersprache sind Syntaxdiagramme und die sogenannte Backus-Naur-Form, BNF. Aber wiederum ein Beispiel. Ich habe hier folgende Anweisung. In Java wiederum, Zahl gleich 3 plus i. Die Token werden geliefert, Zahl gleich 3 plus i. Zahl und i sind, dabei Bezeichner für Variablen. Dann wird ein Ableitungsbaum erstellt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Zuweisung. Der Variablen Zahl wird ein Wert zugewiesen. Variable gleich Ausdruck. Variable ist der Bezeichner Zahl. Und Ausdruck wiederum setzt sich zusammen aus zwei Termen, die über den Plus-Operator miteinander verknüpft werden. Der erste Term ist die Konstante und das Literal 3. Der zweite Term ist die Variable i.